Ja, so ein bisschen sozialen Druck aufbauen. Ja. Also das ist ja letztendlich auch mal so ein bisschen das Accountability, ja, spielt da auch mit eine Rolle. Also nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie bestimmte Ziele, ich mache mal gleich ein YouTube-Video drüber und haus raus an meine Community mit 1000 Followern, um mir selber Druck aufzubauen, dass ich es dann wirklich auch wirklich durchziehe. Ja, also so ein bisschen ist auch eine Methode, wie man es machen kann. Ja, die zweite Frage, die wäre letztendlich zum Thema Positionierung. Und da ist eines der wirklich der am meisten diskutierten, auch in meiner Community und auch in meinen Coachings diskutierten Themen, ist das Pricing. Also letztendlich, wie viel Geld kann ich für was verlangen und was bin ich wert oder was ist meine Dienstleistung wert oder was ist überhaupt möglich und all diese Themen. Ja? Und das ist natürlich auch häufig dem geschuldet, dass halt viele letztendlich aus dem B2C-Kontext, also als Consumer, als was auch immer man davor gemacht hat, als Angestellter eben da herauswächst und einfach auch vielleicht eine gewisse Hemmschwelle hat, nicht nur Wissenslücken, sondern einfach auch mentale Hemmschwellen, einfach mal zu sagen, ich verlange jetzt diesen oder jenen Preis, weil ja, ich bin jetzt eine GmbH, ja, und da gelten halt nun mal andere Regeln. Was ist da so dein Werdegang so mal in den letzten paar Jahren, auch im Zuge unserer Zusammenarbeit? Wo hat sich das verbessert, hinentwickelt? Siehst du da jetzt auch bei dir weniger Skrupel, einfach auch mal einen marktüblichen Preis abzurufen oder vielleicht sogar ein bisschen drüber? Oder einfach mal zu sagen, okay, ja, ich habe kein Problem, einfach mal einen höheren Anker zu setzen im Zuge der Preisverhandlungen, damit wir uns dann letztendlich da einpendeln, wo ich es gerne sowieso von vornherein hätte? Ja, also wie du schon sagst, viele kommen aus dem B2C-Bereich oder bei mir war es ja auch nichts anderes, also, oder also Freelancing, da wird halt sehr viel über Commodity gemacht, das heißt, es wird versucht, irgendwie alles auf über einen Kamm zu scheren und dann halt das Billigste zu ziehen. Und man hat so den richtigen Einblick, was für Möglichkeiten es irgendwie in der Preisgestaltung gibt, den hat man gar nicht. Was es schon geholfen hat, ist, dass ich mir halt so Gedanken gemacht habe, also einmal, was ist die Arbeit irgendwie wert, wo kann man noch mehr Wertschöpfung praktisch erzielen und damit auch seinen Wert zu steigern. Auf der anderen Seite, was ist so einfach auch die Kalkulation mal richtig zu machen, was muss denn irgendwie auch sein. Und da kriegt man dann eben so eine Spanne, einmal so ein gewisses Minimum und dann halt irgendwie sowas, was dann ideal wäre oder halt auch angebracht wäre. Und da einfach auch mal das Coaching oder halt auch einfach die Frage, wie viel verlangst du und siehst du es als gerechtfertigt an, hilft dann auch schon mal weiter, einfach mal diesen Denkprozess anzustoßen und da mal drüber zu gehen, macht es so Sinn? Also da bin ich jetzt schon massiv ein Stück weiter, dass ich auch wenn der Preis jetzt vielleicht nicht dem von einem Freelancer entspricht, sage, okay, da ist aber eine andere Wertigkeit dahinter, einfach weil man nicht eben nur mit einer One-Man-Show agiert, sondern eben da Mehrwert schaffen kann, indem man halt ein Team hat oder halt auch andere Lösungen anbieten kann, als es ein Freelancer das vielleicht kann. Mhm.